Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für September 2024. Beachte immer auch die Legungen zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal, für Wassermann bitte. Was kommt im September 2024 auf Wassermann zu, bitte? Weißt du, was ich sehe vor meinem geistigen Auge? Ein Nadelkissen. Das ist so ein Ding. Näherinnen und Näher tragen das so am Arm. Und da sind all diese Nadeln, die sie brauchen beim Nähen. Und dann wird das da so genommen und zack, da gearbeitet. Ein Nadelkissen, so am Arm. Die Nadeln, das ist natürlich Schwert im Tarot, gell? Zack, zack, das sind die Wörter, die man zu sagen hat. Das sind die Aussprachen, die man durchzuführen hat. Das sind die Gedanken, die du hast. Und ich glaube, Wassermann, dass du sie alle schön sortiert hast auf einem Nadelkissen. Okay? Im September darf sich niemand mit dir anlegen. Weil du bist mit deiner Aussprache, bist du im September on point. Du triffst Menschen direkt im Herzen mit deinen Aussagen. Ja. Und es geht nicht in Richtung Beleidigung. Es geht mehr darum, dass du einfach ja alles on point aussprichst und dann diese Menschen sehr tief treffen kannst. Verstehst? Du bist gut darin, da auf gewisse Dinge hinzuweisen, die mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind. Du hast in den letzten Monaten, Jahren deine Mitmenschen beobachtet und schön deine Nadeln hier sortiert und eingesteckt und wartest jetzt nur darauf, dass dir irgendjemand blöd kommt, ja, und du deine Nadel da nehmen und stechen darfst. Ja, ich habe hier auch den Eindruck, ja, geh mal in eine Buchhandlung. Geh mal in eine Buchhandlung und hol dir da mal intuitiv, das ist ein Duftstein, das ist kein Nadel, ich habe hier keine Nadel. Geh mal in eine Buchhandlung und lass dich da mal intuitiv leiten, ja, wähle da mal einfach ein Buch aus, das dir ins Auge fällt. Nimm das mal mit. Diese Nadeln da, ich habe den Eindruck, dass das wird ein Buch sein, das dir sehr viel Wissen geben wird, sehr viele Informationen, sehr viele Erleuchtungen geben wird. Es ist völlig egal, worum es geht. Vielleicht ist es ein Buch über Steine, ja? Und da geht es dann vielleicht darum, dass einfach über Steine und ja, weil ein Stein so hart ist, bricht es dann eben auch durch zwei, wenn da was kommt oder etwas Weicheres würde nicht brechen. Schon das kannst du dann, schon mit dieser Information hast du dann mehr Informationen über dich selbst und auch über deine Mitmenschen. Ja, je härter, desto eher bricht es, je flexibler, desto besser kann man sich auch an brechende Situationen anpassen. Also hol dir da intuitiv ein Buch aus einer Buchhandlung, Wassermann. Es ist völlig egal, worum es geht. Hauptsache dein Auge fällt drauf. Hauptsache du spürst es. Nimm das Buch und lies es mal. Ja? Es kann auch ein Kunstbuch, es kann alles sein. Es kann auch einfach nur ein Bilderbuch sein. Hauptsache es ist das, worauf dein Auge fällt. Okay? Schauen wir mal. Wassermann im September 2024, bitte. Page der Münzen. Ich habe den Eindruck, nein, ich sehe hier nicht dieses Page der Münzen, das ist eigentlich, hey, jemand will dich daten, ja, will Zeit mit dir verbringen. Hier, damit bezahlt man dann die Croissants oder das Kaffee, ja, mit dieser Münze. Nee, es geht hier nicht um das. Ich habe den Eindruck, dass es hier um dein Image geht, ja, dein Ruf, um dein Image. Und ich sag dir, was dein Ruf ist, Wassermann. Ich gehe dahin zu Wassermann und Wassermann wird mir Sandwiches geben, Toasts geben, Toast-Sandwiches. Ich gehe dahin zu Wassermann und Wassermann wird mir hier Geld leihen, wird mir Zeit schenken, wird mir seine, ihre Energie schenken. Das ist dein Ruf. Ja?
Gell, da gibt's Momente, wo man einfach nur einen ruinierten Ruf haben möchte. Ich meine, so, ja, so bist du Anlaufstelle für all jene, die was brauchen. Und das Schlimme ist ja, Paul, ich meine, wenn jetzt hier König der Münzen kommen würde als Image, würde ich sagen, hey, Wassermann, du hast was zu geben, also gib es den Leuten. Aber Page der Münzen, die Menschen kommen hier für die banalsten Bedürfnisse zu dir. Hm? Dinge, die sie selbst erledigen könnten, aber die kommen zu dir, weil du ja gibst. Ja. Weil du gibst. Okay. Lass mich mal hier, so. Nein, der Münzen hier. Voilà, dir geht's gut. Okay. Siehst du hier deinen Blick hin zu Page der Münzen? Siehst du das? Ja? Das ist so dieses, mein Gott, jetzt, oder, ich hätte mir, wieso blendet das so? Lassen wir es hier, du hast es gesehen. Ja, lassen wir es so. Du hast hier gewisse Dinge in letzter Zeit verstanden, Wassermann. Du hast hier verstanden, dass du im April auf deine Ferien verzichtet hast, weil der Markus da deine Hilfe gebraucht hat und du ihm Geld geliehen hast. Du hast hier verstanden, dass deine Hemden, oder du wolltest die eigentlich schon lange mal ersetzen, geht aber nicht, du hast keine Zeit zum Shoppen. Warum? Weil nach der Arbeit ja eine Kollegin da dich jedes Mal beansprucht, um wieder mal von ihrer On-Off-Beziehung die ganze Zeit zu erzählen. Der Münzen hier. Du sagst hier, eigentlich habe ich viel, aber ich habe nichts davon. Ich gebe es die ganze Zeit ab. Ja. Ich könnte jetzt Ferien machen, sagst du. Ich bin gemäß meinem Status, gemäß dem, was ich erreicht habe, mir erarbeitet habe, bin ich jetzt gerade eine Person, die jetzt in die Ferien gehen könnte, kann ich aber nicht. Ja? War ich im Spielcasino? Nein. Habe ich es für Alkohol ausgegeben? Nein. Habe ich es im Puff ausgegeben? Nein. Habe ich es in Aktien angelegt und es dann so verloren? Nein. Was dann? Ja, ich habe es den Leuten verteilt. Verpasst nicht den Sommerrabatt, gell? Ja, der ist nicht mehr lang, der Sommer ist bald vorbei. Mit Sommer 24, alles zusammen und groß geschrieben, Sommer 24 bekommst du momentan 50% Rabatt auf deine Fortsetzung hier. Kannst du es dir zum halben Preis holen, die Fortsetzung? Ja. Na, schauen wir mal. So, hier der Wagen hier. Der Wagen, ja, ich nenne das immer so die Mittelfingerkarte, ja, ist die Mittelfingerkarte, dass man da bei den Spielen anderer nicht mehr mitmacht und stattdessen nach dem eigenen Kopf geht sozusagen. Warte, ich zeig dir die klassische Karte. Warte. Das hier ist Tarot in Wonderland. Ja, Tarot in Wonderland, die sind ein bisschen wunderlandmäßig. Ich zeig dir die klassische Karte, ist das. Ich nenne das die Mittelfingerkarte. Ja, warum? Weil man hat hier ein Ziel, ja, man hat von einem Ziel geträumt. Hier mit diesen Sternen hier drumherum ist auch die Andeutung zur Sternkarte. Die Sternkarte ist Wassermannkarte. Du bist selbst das Ziel, ich bin das Ziel, sagst du. Ja? Steigst hier auf einen Wagen, bindest hier zwei Sphinxe an und gehst hier auf und davon, weg von der Stadt. Sogar über diesen gefährlichen Fluss ist dir scheißegal. Ja? Schaust nur noch vorwärts, lässt alles zurück. Das ist das. Okay. Ich muss dir jetzt hier die klassische Karte zeigen, weil hier wird etwas ein bisschen szenisch, ein bisschen was anderes gezeigt. Du hast hier etwas anderes vor und was andere vorhaben, so sehr sie sich auch verbiegen und tun, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, das interessiert dich nicht. Okay. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Flamingos, also... Wir hatten Gänse auf dem Bauernhof. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wir hatten dort Gänse und die waren verdammt gefährlich. Nee, vor denen hatte ich Angst. Naja, zu allen anderen Tieren bin ich gegangen, aber bei Gänsen, da war ich vorsichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Flamingo, ja,
gefährlich sein kann und dass man einen Flamingo nicht so halten darf. Also siehst du, mit was für einem Eifer du hier einen gefährlichen Weg sozusagen eingehst, ja? Worin besteht die Gefahr bei dieser Sache? Darin, dass du all diese Blutsauger verlierst. Also, es ist ein Verlust. Cut your losses, sagen die Amis dem, ja? Verringere deine Verluste. Ja, gut. Todeskarte? Der Teufel. Hier habe ich Ritter der Münzen. Okay. Es gibt hier bei einer Person eine gewisse Veränderung. Dieser Mensch hat dir was zu geben. Ich habe den Eindruck, dass es sich hier bei diesem Ritter der Münzen um einen früheren Blutsauger, eine frühere Blutsaugerin handelt, Wassermann. Und ich glaube, dass dieser Mensch hier mit der Todeskarte und der Teufelskarte gegen die Wand gekracht ist. Ja, sie ist gegen die Wand gekracht. Das ist leider ein Hinweis darauf, dass dieser Mensch bewusst an dir gesaugt hat. Blut gesaugt, Entschuldigung. Bewusst dein Blut abgesaugt hat. Bei den meisten ist es ja so, sie wissen nicht, dass sie Arschlöcher sind. Hä? Aber dieser Mensch hat leider, das muss ich dir hier sagen, Wassermann, ganz bewusst sich gesagt, ach, Wassermann ist großzügig, ich werde davon profitieren. Ja, und ist dann gegen eine Wand geknallt, okay? Ist dann gegen eine Wand geknallt mit der Todeskarte. Hat sich dieser Mensch jetzt hier verändert und ich habe den Eindruck, dass hier eine gewisse Besessenheit damit besteht, hier unbedingt dir etwas zurückzugeben, unbedingt jetzt so die Waagschalen wieder richtig zu stellen, um hier dieses schlechte Karma sozusagen loszuwerden. Wir werden schauen, wir werden jetzt sehen, was genau da passiert, was dieser Mensch hier tun wird. Okay, ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und dann werde ich hier mit diesen Karten, mit Hilfe von diesen Zeitkarten, dir ein genaues Datum nennen, dir sagen, wann hier dieser Mensch hier ja am Horizont erscheint, in deinem Leben wieder erscheint. Um sein ihr eigenes Karma wieder zu kitten. Okay. Den Link zur Fortsetzung Wassermann findest du einerseits hier links unten in der Ecke. Falls du es aus technischen Gründen da nicht sehen solltest, findest du den Link auch in der Infobox. Und ansonsten geh einfach zu den Kommentaren von diesem Video. Ich habe da kommentiert und zu oberst angepinnt. Yes. Findest du einen Kommentar von mir, von Inbals Tarot, da ist auch der Link zur Fortsetzung. Falls dir mein Stil gefällt, Wassermann, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.